Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zur Sprechstunde im Rahmen der Medizinakademie des Deutschen Roten Kreuzes Karlsruhe. Wir haben heute ein spannendes Thema und einen hochkompetenten Gesprächspartner. Ich begrüße sehr herzlich Herrn Dr. Stefan Kirschner. Er ist der ärztliche Direktor der orthopädischen Kliniken Videa Kliniken Standort Karlsruhe und ausgesprochener Fachmann-Experte für alles, was mit dem Thema Knie und Knieverletzungen zu tun hat. Herr Dr. Kirschner, ich freue mich, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Knieverletzungen sind ja ein häufiges Thema in der Bevölkerung. Es ist schon spannend, dass gerade sportlich Aktive nicht nur wegen einer akuten Verletzung durch einen Unfall oder sonstiges, sondern auch durch Überlastung, durch Überdehnung, Knieverletzungen erleiden. Wie kann man dem am besten vorbeugen und was tut man dagegen, wenn es eingetreten ist? Es gibt ja akute Verletzungen und schleichende Verletzungen. Genau, vielen Dank für die Frage und die nette Einladung. Ich würde von den Profisportlern gerne zurückkommen zu den Breitensportlern und unserem allgemeinen Problem, dass wir jetzt im Frühjahr gerne wieder mehr Aktivität haben wollen. Und kaum, dass wir diese Aktivität aufgenommen haben, zwickt es im Knie. Wichtig dabei zu wissen ist, dass unser Knie das größte Gelenk unseres Körpers ist und die allermeiste Muskulatur braucht, damit es gut funktioniert. Leider ist es im Winter bei den allermeisten so, so auch bei mir, dass wir nicht so wahnsinnig viel Sport treiben. Das heißt also, wir verlieren etwas an Muskulatur, etwas an Beweglichkeit und an Steuerung für das Knie. Wenn dann die ersten Sonnenstrahlen wieder da sind und wir glauben, wir könnten aufholen, was wir in den Wintermonaten versäumt haben, stellen wir fest, dass das Knie nicht so richtig mitmacht. Das ist, glaube ich, am ehesten das, worauf Sie anspielen. Also der ganz normale Durchschnittsbürger, der jetzt wieder aktiver sein will und dann Beschwerden am Knie hat. Stichwort Meniskus, eine der häufigsten Verletzungsarten. Frage, Operation nach schweren Meniskusverletzungen, ja oder nein? Was kann man präventiv tun und was kann man dann diagnostisch und hinterher tun, operativ? Genau. Also ein wichtiges Thema, die Menisken sind ja die größten Bremsklötze, die wir im Knie haben. Die puffern also viele von der Belastung, die auf das Knie wirken, weg und wir brauchen sie unbedingt. Und das Thema, was Sie angesprochen haben, ist besonders relevant, weil wir rausbekommen haben, dass der früher häufig geübte leichtfertige Griff zur Meniskusentfernung eher zu einer vorzeitigen Arthroseentwicklung geführt hat. Wir müssen sicher unterscheiden, Meniskusverletzen bei jungen Menschen, wo man auch eine gute Aussicht hat, das noch nähen zu können, also den Meniskus eigentlich zu erhalten. Und Meniskusverletzungen bei älteren Menschen, bei denen ein bisschen Arthrose da ist, bei denen man in der Regel auch eine Auffälligkeit im Meniskus im Kernspind feststellen kann. Wenn dieser Meniskus nicht einklemmt, der im Kernspinde auffällig ist, dann rät man heutzutage eher dazu, diesen Meniskus drin zu lassen, weil auch der leicht degenerierte Meniskus noch eine Bremswirkung, eine Pufferwirkung für das Knie hat. Und wir schätzen es eher so ein, dass es günstig ist, um die weitere Arthroseentwicklung möglichst langsam zu haben, verglichen mit dem, dass wir früher großzügig die Menisken entfernt haben. Also ich interpretiere das jetzt mal für mich als Laien. Eine exakte Diagnose ist unbedingt die Grundvoraussetzung dafür, dass dann die richtige Behandlungsmethode gewählt wird. Auf jeden Fall. Sie haben Kernspintomographie genannt. Wir fangen gerne immer ganz vorne an. Das heißt, natürlich bringt der Patient seine Anamnese mit. Wie sehr stört es ihn? Ist es mal zu Gelenkblockierung gekommen? Ist das Gelenk mal geschwollen gewesen, also sehr dick? Dann brauchen wir natürlich eine körperliche Untersuchung, um neben den möglichen Blockierungen auch zu schauen, ist das Kniegelenk noch stabil, ist die Muskulatur in einem guten Zustand. Und zum Schluss kommt nach diesen beiden Dingen dann die entsprechende bildgebende Diagnostik, zum Beispiel durch eine Kernspintomographie. Und hinterher Schonung oder dauerhafte, wenn auch langsam ansteigende Belastung? Genau. Also unser Motto ist ja, bleiben Sie immer in Bewegung. Wir sind im Prinzip darauf ausgelegt, uns ständig zu bewegen. Dann geht es unserem Bewegungsapparat umso besser. Also viel zu sitzen, was wir jetzt leider hier tun, tut uns nicht gut. Und man muss natürlich mit zunehmendem Alter dann schauen, wie viel Bewegung vertrage ich noch? Habe ich vielleicht einen gewissen Schaden am Knie, dass ich da die Belastung insgesamt ein bisschen zurücknehmen muss und vielleicht Sportarten suche, die das Knie nicht so stark belasten?
Volleyball spielen, ein wunderschöner Sport, der aber das Knie sehr stark belastet. Walken oder ganz normal wandern, eine genauso gute körperliche Aktivität, die das Knie viel weniger belastet. Also ärztlicher Rat, auch hier vorher einholen. Schon einholen und aktiv bleiben. Vielen Dank, Herr Dr. Kirschner, für dieses hochinteressante Gespräch. Jawohl.